Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start und das wäre eine kleine Runde. Let's build! Viva Piñata! Und wir machen sofort Gartenspiel, Gartenladen, Small Feather, Garten betreten. Schwupps, sind wir auch schon wieder da. Das ist gar kein Problem. So. Ich habe generell keine... Was macht er um alles in ne... Ich habe keine Ahnung, was das jetzt sollte. Ich werde jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Wir hatten, wie ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt eigentlich noch machen wollen. Wir müssen noch diesen Meisterverkupplungsscheiß machen. Wo haben wir denn hier die kleine Villa nochmal hingestellt? Die haben wir abgerissen, ne? Weil ich stinksauer war auf die Worms, weil es nicht funktioniert hat. Naja. Ein Hostaccio. Wir gehen jetzt auf Folge 100 zu. Da habe ich auch schon ein kleines Special für ausgesucht. Was man machen kann. Ich habe auch schon ein, zwei kleine... Der Rekord mit Tee. Habe sie schon zwei, drei Mal so ein bisschen angedeutet, was ich vorhabe. Und deswegen muss ich ein bisschen drauf gucken. Folge 95, jede Folge 20 Minuten. Das heißt, 5 Folgen muss ich jetzt hiermit machen. Ach du Scheiße. 20 Minuten, 5 Folgen. Eine Stunde. Eine Stunde. Warte mal. 5, ich bin gerade voll durcheinander. 5 mal 20 Minuten. Das sind 100. Ja, 100. Also eine Stunde, eineinhalb Stunden. Ja, okay. Jetzt haben wir es. Ich muss eineinhalb Stunden aufnehmen. Damit ich die 5 Folgen fertig habe. Also mindestens eineinhalb Stunden. Haben wir genug Candaries? 1, 2, 3, 4, 5! Ja, wir haben noch die 5 Candaries zusammen. Ich freue mich. Dom und Salvas. Leute, die beiden batschen sich. Ihr seid verheiratet, Gottverdammt, man kann doch drüber reden. Ich meine, ihr könnt zwar nicht, wenn ihr zusammen zockt, habt ihr mal eure Streitigkeiten, aber ihr müsst es jetzt nicht so austragen hier. Verdammt.
Fertig, und jetzt schnuppert sie weiter. Spielst du hier Titanfall oder warum weißt du jetzt die Häusern, an den Häusern aus? Super, er macht die alle kaputt, aber er frisst die irgendwie nicht. Was soll der Müll? Ihr seid nur besiegt? Super, du freust, dass du deine Frau geschlachtet hast. Total bescheuert. Fünf. Okay, also wir haben die fünf Kandaris noch zusammen. Das ist formidabel. Da kommt auch der dicke Arzt. Den keine Socke mag. Was ist denn hier schon wieder los, ey? Was ist das denn für ein Aufnahmestart hier? Es ist so gemein, dass er unter die Erde gehen kann. Weil ich mal Arzt. Also, das ist gleich hier wieder auf jeden Fall eine Aufgabe. Der weicht die ganze. Dieser Dragonfly ist voller Cheater. Der reicht den Experiment ununterbrochen aus. Schon ziemlich voll, ja. Oh, kein Wunder. Ja, ich mach's gleich. Warten, bis die beiden hier endlich mal fertig sind. Das ist ungefähr jetzt Janma gegen Taubsi. Sei mal in Ruhe, weiter smashen. Pinata ist krank. Was denn? Ja, meine Freunde, wir haben jetzt ein kleines Problemchen. Nein. Nein, ist in Ordnung. Du kannst wieder gehen. Ach, geh doch bitte woanders lang. Ach, Junge, du dreckiger Spastensausack. Das ist natürlich ja typisch. Okay, er ist einfach durchgelaufen. Ja, Leute, ich muss hier, glaube ich, schon eine Aufnahmepause jetzt schon machen. Ich mache jedenfalls nachher weiter. Ich muss jetzt meine Schwester durch die Gegend kutschieren. Bisschen doof jetzt. Gut, ihr seht jetzt einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns auch sofort gleich wieder. Tschüss! So, hoppala, jetzt habe ich vergessen, das Mikro hier einzustellen. Willkommen zurück und ihr seht schon, hier ist allerhand an Tun wieder. Weil hier irgendwer meinte, alles fressen zu müssen, was giftig ist. Was für ein sadistischer Arzt das eigentlich ist, dass er so lange braucht. Hi, Süßer. Wer bist du denn überhaupt? Emma. Ja, also hi, Süße war schon richtig. Ha. Emma ist Knorke. Ich habe gerade voll das Yin-Yang zerstört, Alter. Das sah voll so aus, Alter. Ohne Witz. So, meine Schwester und ihre Freundin sind jetzt in einer Party. Bin einer Party sind die jetzt. Ich warte noch auf einen Anruf. Hoppala, von meinem ehemaligen Vermieter. Weil wir heute eigentlich noch Wohnungsschlüsselübergabe machen wollen. Und es ist jetzt 18.40 Uhr. Wird heute also auch nichts mehr. Vor allem, ich habe eigentlich für diesen Monat noch komplett bezahlt. Also für letzten Monat bezahlt. Komplett. Und dann hat er gesagt, ja, wir müssen aber schon gestern Schlüsselübergabe. Ich so, nee, gestern hatte ich noch Zeit gehabt. Gestern war der 30. Und Feierabend. Ich hatte also gestern noch komplett Zeit gehabt. Meint er, mich hier anschnauzen zu müssen, ey.
Müssen sowieso aufpassen, wenn ich Pech habe, stellt er sich ja sowieso jetzt quer und will alles komplett neu renoviert haben, aber das kann er vergessen, Alter. Die Bude, die ich da hatte, das war eine Ramschbude, die habe ich schön gemacht noch. Mit simplen Weiß überstrichen einfach nur. Hätte er auch selber machen können. Das faule Stück Scheißvieh. Und, ja, hat zu mir gesagt, die machen es sich ziemlich einfach, wenn sie jetzt heute Abend nicht anrufen und sagen, sie wollen morgen Übergabe machen. Weißt du, wie einfach er es sich macht die ganze Zeit? Bei mir ist da Schimmel an im Schlafzimmer gewesen. Da habe ich ihn mal drauf angesprochen. Sag, ist bekannt. So, aha. Da habe ich mich mal so umgehört. Da haben sie auch gesagt, ja, man hat das schon 3-4 Mal gesagt, da hat es noch nichts geändert. Denkst du, ich räume das weg? Mod Drops. Habe ich nicht. Jetzt habe ich natürlich etwas Großes zerstört. Und gehen wir mal zum Ivor. Wir machen einfach nichts Neues hier rein, ey. Echt traurig. Naja. Was ist denn das jetzt? Schnecke gegen den Fuchs. Na dann bist du ziemlich aggressiv lustig hier. Aggressiv. Wir wollten jetzt eigentlich gerade verkaufen. Muss ich noch einen scheiß Arzt rufen, damit ich den verkaufen kann, ey. Sebo Bachemchen! Ist die Jägerin eigentlich noch unterwegs? Ich muss ja noch irgendwie dieses andere Sherbet kriegen. Oder war das vielleicht wieder ein dezenter Hinweis auf das... auf die 100. Folge Special mäßig. Ich könnte eigentlich Staffeln draus machen, weil ich weiß nicht mehr, wie lange das überhaupt noch hier geht. Sie sagen, dass jetzt die zweite, dass bei der 100. Folge dann die zweite Staffel anfängt, also 101. ist die zweite Staffel. Ein paar zu viele. So, wollte jetzt der kleine Störenfried? Kriegen wir ein bisschen Kohle wieder ran hier. Freue ich mich ja. So, wir haben immer auch die beiden Pilze hier. Wir konnten immer noch nicht alle zusammenbringen, weil wir immer noch 5 Verkupplungsmeister und wir haben ja ein Wurm 6000 oder 2 Wurm 6000 mal rammeln lassen. Techteln lassen. Aber hat ja nichts gebracht. Wir haben ja immer noch keinen Verkupplungsmeister dafür bekommen. Daher leck mich am Arsch, Wichser. Gelber Flutterscotch. Ich glaube, das war für die Dingens, ne? Wieso habe ich denn 2 Sparrow Mines? Wollte ich die Sparrow Mines noch rammeln lassen? Ein Wurm gegessen. Sparrow Mine Behausung. Na los, dann. Aber da falsch. Machen wir mal schnell eine Sparrow Mine Behausung. Willi Bilder. Willi, willst du wissen? Ich weiß auch nicht, was. Oh, der Satz ist neu. Ich weiß nicht, was Gronkh immer so... Achso.
gerade immer so Probleme hat, wenn er sagt, oh, ich muss mich kratzen, dann geht er jetzt mal aus dem Bild oder sowas. Das ist mal, warum schämt man sich dann dafür? Mein Gott. Alter, ich fress hier und rotze alles nieder, hast nicht gesehen. Ich will es ja auch Spaß machen. Ich will es ja auch selber ein bisschen gemütlich haben. Und wenn ich dann halt nur mal Hunger habe, dann esse ich ja da zwischendrin was. Stimmt, genau. Ist halt ein bisschen eigen. Er will es halt professionell haben. Er sagt zwar immer, er fühlt sich halt nicht so wie ein Star und sowas, aber boah, er hat auch keine Fans und sowas, finde ich immer so ein bisschen komisch. Aber dann jedes Mal so einen Aufwand betreiben und sowas. Er widerspricht sich in einigen Dingen so ein bisschen selber, der Kronki. Aber ist ein cooler Typ, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, man, also wenn ich so überlege, was so jetzt so YouTube, angefangen so mit YouTube gucken und sowas, hat bei mir bei Apple War Picture, kann man eigentlich sagen. Durch die habe ich erst YouTube so für mich kennengelernt, weil ich dann jedes Mal gucken wollte, oh, was machen die da? Und dann habe ich halt so andere, habe ich immer gesagt, oh, warum die? Nee, die will ich nicht gucken. Wie zum Beispiel Ape Crime, da habe ich früher gesagt, oh, nee, die will ich nicht gucken, irgendwie mag ich die nicht. Da habe ich Let's Draw von denen geguckt und jetzt gucke ich die Sau gerne irgendwie. Die Sprays Fox habe ich auch mich nie anfreunden können mit. Dann habe ich aber die 10 Arten von entdeckt und hast nicht gesehen. Ist immer ganz cool, aber mit Apple War Pictures hat es angefangen. Und im deutschsprachigen Raum würde ich auch sagen, ist so Apple War Picture mein Lieblings-YouTuber, kann man so sagen. Abgesehen natürlich jetzt von E-Slice Records natürlich. Aber ausländerisch, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, es ist ein bisschen, ja, keine Ahnung, flach sozusagen, das so zu empfinden. Aber ich schaue so extrem gerne einmal die beiden Smosh-Leute, ja. Aber dann doch lieber den PewDiePie. Ich finde PewDiePie unglaublich geil. Und daher finde ich auch YouTube hammer cool, weil du wirklich auf YouTube kannst du dich selbst verwirklichen, ohne dass jemand dich da sagt, nö, wir machen das jetzt nicht oder darauf haben wir keine Lust, das zu senden. Dann machst du es halt selber. Du machst es einfach selber und damit ist es gut. Und was du alles da verwirklichen kannst, du kannst dich selbst verwirklichen, dich selbst finden und sowas. Und das ist eigentlich das Schöne bei YouTube. Du kannst einfach selber alles entscheiden. Der Hu hat ja jetzt was vorgehabt. Sie wollte ja als Konkurrent starten. Aber die stellen sich in manchen Sachen selbst das Bein. Und zwar in dem Sinne, dass sie halt nur erlaubten YouTubern, also bestimmten Leuten erlauben, dort was zu streamen. Also was hochzuladen. Was ich total bescheuert finde. Wie soll man denn dann ernsthafte Konkurrenz für YouTube werden? Ne, ich glaube, YouTube wird man so schnell nicht mehr vom Thron kicken können. Natürlich, irgendwann wird es vorbeigehen. Das ist ganz klar. Das ist mit allen so. Auch wird irgendwann mal Google so groß sein, dass es sich selbst zerstört. Das glaube ich schon. Weil nichts ist vergänglich. Die einzigste Firma wird Cola/Fanta sein, also Coca-Cola, die Marke jetzt in Art und Weise. Das sind die einzigsten, wo ich sage, das geht nie pleite, außer bei einer Zombie-Apokalypse vielleicht. Aber alles andere kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, und wie gesagt, das ist so, bei YouTube, du kannst halt wirklich selber machen, selbst entscheiden. Du darfst selbst entscheiden, wie sehr du dich zum Affen machen willst. Weil so müsstest du mit deinem Konzeptidee erst zu einem Fernsehsender und die müssen dann sagen, ja, ist ganz interessant, wir machen das. Und dann ist die Sache, dass sie wahrscheinlich dich noch irgendwie was über den Tisch ziehen. Und dadurch dich halt dann wieder vollkommen dastehen lassen wie der letzte Idiot und hast nicht gesehen. Ach Leute.
Natürlich wird Fernsehen jetzt eine Weile brauchen, bis das wirklich komplett von YouTube überholt wird und sowas. Ich sag mal, vom jugendlichen Sehspektrum her würde ich sagen, ist YouTube eher angeguckt als jetzt Fernsehen. Aber...